Merci vielmals. Ja, Einfluss nehmen in Gottes Haus. Wir sind in der Predigtreihe Einfluss nehmen und Gottes Haus. Ein anderer Begriff für Kirche. Und lass uns, bevor wir zum Einfluss nehmen kommen, kurz innehalten und überlegen, was meint dann Kirche. Gell, das deutsche Wort Kirche, das kommt aus dem Altgriechischen. Kyriakos, haben wir uns das entlernt. Kyrios, dem Herrn. Kyriakos, dem Herrn gehörig. Also Kirche heisst dem Herrn gehörig. Und die erste und wohl bekannteste Bibelstelle, wo das Wort Kirche vorkommt, ist im Neuen Testament, wo Jesus zum Petrus sagt, Matthäus Kapitel 16, Vers 18, und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. So übersetzt Zürcher Übersetzung. Aber vielleicht geht es euch so wie mir. Ich bin mit dem Martin Luther aufgewachsen, zumindest was mein Bibellesen angeht. Und der Martin Luther übersetzt die gleiche Stelle und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ja, was jetzt? Kirche oder Gemeinde? Jetzt wäre es natürlich interessant zu schauen, was steht dann im Urtext, im Altgriechischen für ein Wort. Da habe ich gemacht und gesehen, dort im Griechischen steht das Wort Ekklesia. Ihr seht es eingeblendet. Ekklesia kommt aus dem Griechischen, aus Ek und Kaleo, aus, heraus, rufen. Es sind die Herausgerufenen. Und im Französischen haben wir ja das Ekklesia noch für ein Wort für Kirche. Eglise, das französische Wort für Kirche, kommt aus dem altgriechischen Begriff Ekklesia. Also wir haben für eins Kirche quasi wie zwei Wörter. Die Herausgerufenen und Ekklesia. Ekklesia, die Herausgerufenen und dann das Kyriakos zum Herrn gehörig. Also kann man sagen, Kirche sind die Herausgerufenen, die zu Gott gehören und Gott gehören tun. Kirche meint demnach Menschen, die von Gott durch Jesus Christus herausgerufen wurden, diesen Ruf persönlich angenommen haben und dadurch zum Herrn gehörend sind. Also Kirche meint immer zahlreich Menschen, wo Jesus Christus nachfolgen. Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus. Und wenn Menschen sich zusammentun, dann passiert das Phänomen. Es bildet sich eine Gruppe. Und überall, wo es eine Gruppe gibt, dort gibt es eine Ordnung, dort gibt es eine innere Struktur. Der Petrus, der Paulus, andere im Neuen Testament schreiben ganz viel darüber. In der Apostelgeschichte haben wir ein Kapitel, Kapitel 6, wo es ja gerade darum geht, wo wir sehen, wie die Gruppe von Christen sich neu organisieren und strukturieren. Und gell, überall, wo Menschen sich organisieren, dort könnte man auch davon reden, dass es eine Organisation gibt. Und ich nehme euch jetzt kurz mit auf den Gedankengang, wo du vielleicht zum ersten Mal so denkst, wo vielleicht anfangs sogar ein bisschen fremd tönt, wo du denkst, ja nein, wie kommst du jetzt da drauf? Ich lade euch ein, kommt mit mir mit da durch, weil es hilft uns zu verstehen, wie wir in der Kirche Einfluss nehmen sollen, was ja das Thema ist von heute. Also, wo Menschen sich zusammentun, tun sie sich organisieren und es gibt eine Organisation. Der Friedrich Glasl hat aus meiner Sicht sehr hilfreiche Einteilung von Organisationen gemacht. Und zwar redet Glasl einerseits von produzierenden Organisationen, von Dienstleistungsorganisationen und von professionellen Organisationen. Und die Frage ist, die wir jetzt miteinander bedenken, was ist dann Kirche für eine Art von Organisation? Im Wissen, dass Kirche immer die von Gott herausgerufenen sind. Etwas Spezielles. Aber lass uns gleich mal durch die Brille der Organisation kurz anschauen. Also, wir gehen es nochmal durch. Produktive Organisation als erstes. Winterthur ist ja bekannt dafür, sie vor allem auch,
dass sie ganz viele produktive Organisationen hatte. In Winterthur sind Sachen produziert worden, von ganz klein, Nagelfabrik, bis riesig gross, riesige Sulzer Dieselschiffmotoren. Eine produktive Organisation produziert etwas. Landwirtschaft gehört da auch dazu. Die produzieren nämlich die Lebensmittel, die wir brauchen. Oder ein Kleidergeschäft, Kleider. Also jede Gruppe, jede Organisation, die etwas produziert, gehört dort drin. In eine produktive Organisation. Dann gibt es Dienstleistungsorganisationen. Dienstleistung. In der Regel kann ich da eine Dienstleistung erwarten mit einem entsprechenden Preisschild dran. Die Gastronomie ist zum Beispiel eine Dienstleistungsorganisation. Unser Bistro Sein. Dort weiss ich, wenn ich nämlich so und so viel zahle, wie das Menü kostet, dann bekomme ich ein feines und gesundes Menü über. Das ist eine Dienstleistung. Banken sind klassische Dienstleistungen. Post. Dort weiss ich, wenn ich Briefmarken auf den Brief tue, dann ist die Dienstleistung, die ich kaufe, dass der Brief transportiert wird und beim Empfänger ankommt. Gesundheitswesen gehört auch dazu. Stimmen wir ja gerade ab heute, wie wir die Dienstleistung vom Gesundheitswesen wollen, auch finanziell unterstützen und weiterentwickeln. Dienstleistungsorganisationen und zuletzt eine professionelle Organisation. Das ist vielleicht der Begriff, der am meisten irritiert. Professionelle Organisation. Das meint Organisationen, wo man nicht Professor wird, aber wo man eine Professur erwerben tut. Also alle Bildungsinstitutionen. Dazu gehören die Schulen, die Grundschulen, die weiterführenden Schulen. Dazu gehört aber auch im Beruf, die Berufsschulen, Universität, die ganzen Weiterbildungsangebote gehört dorthin, wo man eben eine Professur, einen Beruf, eine Tätigkeit erlernen kann. Das sind die professionellen Organisationen. Ja, und jetzt die Frage, sind wir schon da? He? Was denkst du, was ist die Kirche hauptsächlich, grossmehrheitlich, für eine Organisation? Mal schnell für dich überlegen. Also ich nehme es jetzt mal vorweg. Wir produzieren nicht hauptsächlich. Und wir sind auch nicht, auch wenn der Reflex bei vielen dazu neigen, nicht eine Dienstleistungsorganisation, sondern wir sind eine professionelle Organisation. Wenn es jetzt ein bisschen irritiert, super. Das hilft nämlich zum Aufnehmen. Kirche ist grossmehrheitlich eine professionelle Organisation. Warum? Ja, was hat Jesus gemacht? Jesus war zwar Handwerker, Gelernter, aber Jesus war Rabbi, ein Lehrer. Jesus hat Menschen in die Nachfolge gerufen und hat sie ausgebildet zu Nachfolger von ihm. Also in der DNA der Kirche, wenn wir Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus sind, ist der Bildungsauftrag nämlich schon drin, weil unser grosses Vorbild, Jesus, der Christus, war ein Rabbi, Lehrer. Natürlich nicht schwarz-weiß. Natürlich hat Jesus manchmal etwas produziert. Dort mit diesen zwei Fischen und fünf Brot, gell? Das war eine himmlische Massenproduktion von Brot, ein paar Mal. Und Jesus hat immer wieder auch Leute einen Gefallen getan. Aber gerade wenn er herausgefordert worden ist, im Dienstleistungssektor quasi, du einen Gefallen, du dich beweisen, hat er sehr, sehr streng können sein. Weil grundsätzlich ist es darum gegangen, Menschen in die Nachfolge zu rufen und dass Menschen dürfen wachsen in der Nachfolge zu Nachfolgen von Jesus. Und darum ist Kirche grossmehrheitlich eine professionelle Organisation und keine Dienstleistungsorganisation. Es ist eben gerade nicht so, wenn du im Kollektentopf 20 oder 50er Noten reinlässt, dass du dann ein Anrecht auf eine Predigt hast. Und du kaufst dir an den Besuch vom Besuchsdienst. Wenn wir eine Dienstleistungsorganisation wären, dann würde es so funktionieren.
Aber selbstverständlich gibt es auch Momente, wo wir etwas produzieren. Die Adventswerkstatt, da werden auch Sachen produziert. Oder ich denke gerade an die Heilsarmee, die sehr viel aufnimmt von dieser Dienstleistung, wohl am Nächsten, das Gute sucht. Aber die DNA von Chile ist eine professionelle Organisation. Es geht um Nachfolge, dass wir in der Nachfolge dürfen wachsen. Jesus hat sie selber auf den Punkt gebracht, in Matthäus 28, 19 und 20, einige kennen die Verse vielleicht. Jesus sagt seinen Jüngern: Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Kirche ist zuallererst eine Bildungsinstitution. Auch wenn das vielleicht jetzt gerade ein bisschen komisch klingt, wenn man das so hört. Dann, Jesus, der Rabbi, hat Nachfolger ausgebildet und uns ist das Gleiche aufgetragen. Von dem her kann man sagen, der Grundauftrag der Kirche ist, dass Menschen Christen werden und dass Christen Profi-Christen werden. Aber was passiert dann in der Kirche? Was machen wir dann? Ich habe jetzt ein bisschen plakativ gesagt, gell? Menschen werden Christen und Christen Profi-Christen. Aber das meine ich ernst. Gehört zum Grundauftrag, dass Menschen dürfen mit Gott in Berührung kommen, in Begegnung kommen. Jesus Christus dürfen kennenlernen, Vergebung, Versöhnung, Heilung erfahren. Wie es auf dem Bild steht. Dass Menschen dürfen Jesus als Retter, König, als der Wiederkommende, wir feiern Advent, aber Jesus wird wiederkommen, als der dürfen kennenlernen, ganz persönlich. Menschen dürfen Christen werden. Aber dann fängt ja die Reise erst an. Ich sage so, die geistliche Reise. Hin, Jesus, Gott immer mehr kennenlernen. Das christliche Leben. Wie war das bei dir gewesen? Irgendwo haben wir ja das Einmaleins vom Glauben, von der Beziehungsgestaltung mal müssen lernen. Irgendjemand hat ja uns wahrscheinlich mal geholfen beim Bibellesen. Vielleicht die Eltern, ein Jungschulleiter, ein Teenie-Leiter, ein IG-Leiter, ein Freund in einer Kleingruppe, ein Pastor, irgendjemand. Aber es geht darum, dass wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, dass wir das kleine Einmaleins vom Glauben lernen. Wie tue ich die Bibel lesen? Wie tue ich ein Gebetsleben, eine Beziehung zu Gott pflegen? Was heisst das, mit Jesus unterwegs sein? Das ist der Anfang der Reise. Mit dem Kreuz, das ist der Start, aber dann fängt die Reise an. Aber lernen, ein biblischer Sinn, ist immer ganzheitlich. Es geht nicht darum, einfach ein verkopftes Wissen sich anzueignen. Bibelvers auswendig lernen ist absolut genial und ich bin froh um jeden Vers, den ich mal lernen durfte und mir dann in den Sinn darf kommen, zu gegebener Zeit. Aber es geht nicht nur darum, Wissen anzueignen, sondern Lernen ist immer ganzheitlich. Und da haben wir Schweizer einen riesen Vorteil. Wer hat alles eine Lehre gemacht? Mal. Da innen sind jetzt die Mehrheit. In der Cafeteria weiss ich es nicht, ich weiss nicht bei dir daheim, wie es aussieht. Aber wir durften eine Lehre machen. Ich war Automechaniker, ich war 4 Tage in der Woche in der Werkstatt. Dort habe ich zugegeben, zuerst mal gelernt putzen, aufräumen, einordnen, zudienen. Aber dann mit dem Mechaniker lernen. Und 1 Tag in der Woche war die Berufsschule. Duales Bildungssystem, das ist ein Riesenprivileg, das wir Schweizer haben. Wir lernen sowohl praktisch wie auch dann in der Theorie, wie das zusammengehört und es gibt so eine Ganzheitlichkeit. Und wenn wir schauen, was Jesus macht,
Er hat ja genau das Gleiche gemacht, oder wir machen heute das Gleiche wie er. Er hat mit seinen Jüngern ist er angesessen, unterwegs gewesen, hat sie gelehrt, hat mit ihnen diskutiert, hat mit ihnen geredet, hat ihnen Gleichnis erzählt. Und hier und da hat es dann wieder rausgeschickt und hat gesagt, und jetzt probiert aus. Was sie verstanden haben, testet sie in der Praxis. Und sind sie gegangen, sind sie zurück, haben sie wieder reflektiert, ausgewertet, weitergegangen. Im Lukas Kapitel 10, 17 bis 20 gibt es so eine Begebenheit, wo man das nachlesen kann. Also Lernen ist immer ganzheitlich als ganzer Mensch gemeint. Und darum ist auch die praktische Mitarbeit in der Kirche mehr wie einfach eine Aufgabe erfüllen. Sondern es ist eine Möglichkeit, gerade im Praktischen, auch dort drin Gott besser kennenzulernen, zu erfahren. Ja, am Anfang in der Lehre habe ich es nicht immer lustig gefunden. Und der Lehrmeister hat am ersten Tag gesagt, weißt du, der Teufel will alles sein, nur nicht erst Lehrjahr Stift. Kleine Anekdote aus dem Leben. So schlimm war es nicht. Aber am Anfang war es noch ein bisschen streng. Es trainieren kam. Aber es hat mir geholfen, meinen Beruf zu erlernen. Und nicht nur das Handwerk, sondern auch das Thema Geduld, Demut, Einordnen. Gell? Das sind ganz viele Themen, die man einfach so by the way noch mitbekommt. Und darum ist auch das praktische Mitschaffen in der Kirche viel mehr als einfach nur eine Aufgabe erfüllen. Eine Umfrage bei über 50'000 Christen, wo gefragt worden sind, was hat dir geholfen auf dieser Reise, im Glauben wachsen, über in eine enge Beziehung zu Christus. Grossmehrheitlich haben sie gesagt, es war die praktische Mitarbeit, die verbindliche Mitarbeit in der Kirche und oder praktische Einsätze, wo ich den Glauben hat dürfen anwenden. Das war ein Punkt, der geholfen hat, dass Menschen, die im Glauben wachsen nach dem Kreuz, hinter in eine engere Beziehung zu Jesus gewachsen sind, weil sie in dem Sinne einerseits mit sich selber herausgefordert sind, aber in dem auch Jesus besser kennengelernt haben. Und darum ist Mitarbeit praktisch immer mehr wie einfach eine Aufgabe erfüllen. Aber was ist dann das Ziel von unserem Glauben hier auf Erden? Was würdest du sagen, was ist das Ziel? Ich denke, das Ziel ist, dass Jesus Christus immer mehr zu unserem Lebensmittelpunkt wird. Oder wie es der Paulus auch Christen und Christinnen in der Region Galatien geschrieben hat, im 2. Kapitel, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Galater 2,20. Weißt du, und das mehr als ein Bekenntnis. Gell, wenn ich als Mensch Jesus in mein Leben aufnehme, Jesus als mein Herr, da auf dem Kreuz, bei der Zeichnung, wo wir vorher gewesen sind, dann ist das ein Bekenntnis. Ich bekenne mich dazu. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt. Aber Jesus als Lebensmittelpunkt heisst, dass das immer mehr darf zu meiner DNA werden. Vom Bekenntnis hin zu meinem Wesen, zu meiner Grundmelodie vom Leben. Zeigt sich oft daran, dass so Menschen nicht fragen, was tun die anderen für mich, sondern was kann ich tun. So wie Jesus in die Welt gekommen ist, will auch ich in mein Umfeld kommen. Es gibt dafür auch einen alten oder einen älteren Begriff, den ich aber top aktuell finde. Die einen kennen den vielleicht noch. Man kann an dieser Stelle auch von geistlichen Müttern und Vätern reden. Also Verantwortung, so wie ein Vater, wie eine Mutter. Wohlwollend. So ein Bild. So, wenn wir auf dieser Grafik dort ganz rechts hin sind. Was passiert in der Kirche? Wozu Kirche? Menschen werden Christen und Christen werden Profi-Christen. Gell, wenn du dich jetzt ein bisschen an den Begriff Profi-Christen stossest oder ärgerst, ich kann es auch mit dem Paulus zusammen sagen, Epheserbrief 4,7, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen,
zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Fakt ist einfach, dass wir nicht automatisch mündig werden, so im geistlichen Sinn. Wir werden automatisch älter an Jahren, aber wir werden nicht automatisch geistlich reifer, im Charakter reifer. Dazu braucht es immer wieder bewusste Entscheidungen. Und wenn du die Grafik anschaust, da kann es sein, dass jemand einen Schritt macht und einen Anfang mit Jesus und dann nach dem Kreuz angesessen ist und dort geblieben ist. Und an Jahren älter wird und vielleicht dann 10, 20, 30, 40 Jahre Christ ist, vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre in der Kirche ist, aber geistlich immer noch hinter dem Kreuz stehen geblieben ist. Und das wird dann meistens sichtbar in Krisen und schwierigen Situationen, wenn es anfängt zu rumpeln. Dann kommen dann da Reaktionen, die dann ein bisschen irritieren. Das Ziel ist, dass wir Jesus mehr und mehr kennenlernen. In eine Beziehung mit Jesus kommen. Dass wir in eine enge Beziehung zu Christus, Christus als Lebensmittelpunkt, mehr und mehr zu unserer DNA, zu unserem Sein werden. Aber das passiert nicht automatisch. Da braucht es Entscheidungen. Du entscheidest heute, wer und vor allem wie du in Zukunft wirst werden. Und das ist die gute Nachricht. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Je nachdem, ihr das gehört habt, in der Cafeteria daheim, möchte ich dir die Frage zuspielen, was heisst jetzt mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe, was heisst Einfluss nehmen in der Kirche? Gib euch im Moment Zeit, wenn ihr mögt, dürft ihr auch das Zweite austauschen. Oder daheim kann man ein Kaffee holen, gehen, mal aufstehen, ein bisschen verlüften, alles okay. Was meint jetzt Einfluss nehmen in der Kirche? Nach dem, was ihr jetzt gehört habt, wo vielleicht nachklingen tut. Euer Moment. Weiter. Gerade der Punkt ist vielleicht ein bisschen hart, als ich gesagt habe, dass jemand nach dem Kreuz vielleicht absitzt und sich nicht mehr weiterentwickelt oder irgendwo stehen bleibt. Es ist mir klar, das ist eine totale Simplifizierung von einer hochkomplexen Thematik, die vielschichtig ist. Ja, ich weiss, Daniel, so einfach ist es dann doch nicht. Und es geht nicht nur einfach in eine Richtung. Aber mir hilft das wie eine, so eine grobe Landkarte, um das Thema besprechbar zu machen, um eine Vorstellung zu haben. Und dass jemand wie absitzt nach dem Kreuz, das ist nicht meine Idee, das kann ich zwar beobachten vielleicht, aber das ist etwas, was der Paulus schon sagt. Im 1. Korintherbrief 3 ist das nachzulesen, wo der Paulus schreibt: Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Und dann fahrt er weiter, aber sagt dann, hey, und darum lasst uns trotzdem dranbleiben. Lasst uns trotzdem dranbleiben.
Ja, Einfluss nehmen in der Kirche. Ich glaube, der erste Punkt beim Thema Einfluss nehmen in der Kirche heisst relativ simpel, Verantwortung übernehmen. Übernimm Verantwortung. Und zwar zuallererst für dich selber. Das ist ein Punkt, wo Jesus sehr deutlich ist. Im Matthäus-Evangelium 12, Vers 36 sagt er, Jesus dort, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Wow. Also es wird ein Moment kommen, wo Gerechtigkeit und Rechtsprechung passiert. Also wenn bei Advent, das ist im Fall, wenn Jesus wiederkommt, die zweite Wiederkunft, dann wird Jesus Recht und Gerechtigkeit sprechen. Und das ist grundsätzlich ein positiver Punkt, weil dann endlich Gerechtigkeit wird sein. Und für Christen ist, wenn es vom Gericht dreht, ist grundsätzlich ein positiver Aspekt, weil Jesus wird Gerechtigkeit schaffen. Und Jesus wird allen Menschen die Würde zusprechen, für sein Handeln dürfen zu erklären. Und zwar mit einer Ernsthaftigkeit, wo jeder, ich stelle mir das so nicht in einem grossen Gerichtssaal vor, sondern mehr so im Zweiergespräch mit Jesus, jeder mal darf erklären, warum er wie wo entschieden hat. Und ich glaube, bevor Jesus mit uns über die unnützen Worte redet, wird er wahrscheinlich zuerst noch über die grösseren Themen in unserem Leben reden und über die Entscheidungen, die wir dort gefällt haben. Und dann werden wir halt nicht allem und jedem können die Schuld in die Schuhe schieben, weil dann bin einfach ich und Jesus dort. Und darum ist es gut, wenn wir jetzt schon dranbleiben, Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Uns bewusst zu werden. Es ist viel mehr als ein Spiel, unser Leben. Und irgendwann bekommen wir die Möglichkeit, uns zu erklären. Aber dann können wir nicht irgendwelchen Umständen die Schuld geben. Nicht unserem Nachbar, nicht dem Chef, nicht dem Lehrer, nicht dem Staat, nicht der Kirche, nicht Gott. Dann geht es einfach um mich. Und Jesus im Gespräch. Und darum lass uns jetzt schon anfangen mit dem. Weil Verantwortung übernehmen heisst, der Opferrolle durchzuweisen. Verantwortung übernehmen heisst, der Opferrolle die Tür zu weisen. Wir sind kein Opfer. Und es geht immer auch anders. Da bewegen mich einfach Menschen auch aus der Geschichte. Ein Bonhoeffer oder ein Viktor Frankl, für die, die den Viktor Frankl schon gelesen haben von ihm. Ein Mann, der im KZ war, der beobachtet hat und das dann aufgeschrieben hat, warum das gewisse Menschen im KZ gebrochen sind, den Lebenssinn verloren haben. Und wo er sagt, und wenn du das bei einem Menschen beobachtet hast, in aller Regel innerhalb von einer Woche sind die Menschen gestorben. Und andere haben innere Kraft gehabt und haben da können irgendwo dagegen gehen. Nelson Mandela, 27 Jahre im Gefängnis oder Gefangenschaft. Man kann immer auch anders. Wir sind nicht Opfer. Aber es ist nicht leicht. Aber es scheint anscheinend möglich zu sein. Und das ist der Heilige Geist liebt, uns gerade darin Kraft zu geben und uns zu unterstützen in dem Sinne. Verantwortung zu übernehmen. Und wenn Verantwortung heisst, zu sagen, ich brauche Hilfe. Und es geht mir nicht gut. Und ich will etwas anschauen oder bearbeiten. Versteht mich nicht falsch, Verantwortung übernehmen, da rede ich jetzt nicht so von Superman-Typen und die alles im Griff haben. Nein, Leute, die sich ernst nehmen und die nicht die Schuld bei den Umständen suchen, sondern fragen, was heisst es jetzt, ich mit Hilfe von Gott in dieser Situation. Jesus hat nicht gesagt, ich räume dir alles zum Weg aus, er sagt, ich komme mit dir durch das finstere Tal, ich bin mit dir dabei. Das ist Verheißung, das heisst für mich Verantwortung übernehmen. Und das kann mit viel Tränen und Schmerz und Schwachheit verbunden sein. Aber mit der inneren Stärke.
nicht aufzugeben und zu sagen, die anderen sind schuld. Einfluss in der Kirche hat für mich in erster Linie Verantwortung übernehmen, für mich selber. Der zweite Punkt, Einfluss in der Kirche, relativ einfach, ihr seht es, frage, was kann ich dir gut tun? Das ist für mich so wie die Grund-DNA von der Kirche oder wo wir als Kirche in der Gesellschaft haben. Was kann ich dir gut tun? Oder der Paulus schreibt eben noch die gleichen Christen in der Region in Galatien. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Christus glauben. Das ist so die Grundmelodie. Sogar Jesus hat einmal gefragt, wo ein Blinder zu ihm gebracht worden ist, im Lukas 8,41, wo es anscheinend offensichtlich war, was doch der will. Und Jesus fragt und nimmt ihn damit total ernst. Was willst du, dass ich dir tun? Und wenig überraschend die Antwort natürlich, Herr, ich möchte, dass ich wieder sehe. Einfluss in der Kirche heisst für mich zweitens, frage einander, was kann ich dir gut tun? Weil das ist die Grundmelodie und der Grundauftrag der Kirche. Wir als Christen sind so reich beschenkt mit der Vergebung und der Versöhnung durch Jesus im Christus. Durch die unzerbrüchliche Beziehung mit Gott, unserem himmlischen Vater, und mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns immer wieder erfüllt und ausfüllt. Ich glaube, da haben wir etwas, das wir weiterschenken dürfen. Was kann ich dir Gutes tun? Wir sind auf der Zielgeraden. Noch ein Punkt, ein Gedanke. Einfluss in der Kirche heisst immer wieder auch der Praxistest. Gell, die Frage, was kann ich dir gut tun, da kann es schnell auch ganz praktisch werden. Der Petrus schreibt an Christen in der grossen Region, dort in der heutigen Türkei, 4. Kapitel, Vers 10 im ersten Brief, jeder soll dem anderen mit der Begabung oder Fähigkeit oder Leidenschaft oder Möglichkeit dienen, unterstützen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Einfluss nehmen in der Kirche ist die allererste Einladung, sich selber einzubringen, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Praktisch. Und es ist ein Geheimnis, dass dort, wo wir uns ja gerade praktisch einsetzen, selber oft beschenkt werden. Weil wir darin Gott erfahren, oder weil wir dort etwas von Gottes Liebe weitergeben dürfen. Zusammengefasst. Als Menschen sind wir durch Jesus Christus rausgerufen und sind zum Herrn gehörend, sein Eigentum. Und darum übernehme ich Verantwortung für mich, für meine geistliche und charakterliche Reife. Und frage, was kann ich dir gut tun, damit der andere ebenfalls kann Verantwortung übernehmen für sich. Und dass Gottes Reich darf konkret wachsen und erfahrbar werden. Oder ganz kurz gesagt, wozu Kirche, dass Menschen Christen werden und Christen Profi-Christen. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, eine Herausforderung und eine Anregung mitgebracht. Wenn du willst, darfst du etwas aussuchen von dem, gerade noch Zeit, einfach noch kurz, wo du dem nachgehen kannst. Die Frage, wo solltest du Verantwortung übernehmen? Vielleicht auch für die Zeit, wo jetzt gerade kommt, mit Jesus ins Gespräch, oder vielleicht hat der Heilige Geist dir auch schon etwas aufgezeigt. Hey, wo solltest du Verantwortung übernehmen? Die Herausforderung-Challenge könnte sein, wenn könntest du bewusst fragen, was kann ich dir gut tun? Vielleicht auch nach dem Gottesdienst. Jesus, zeig mir jemanden. Wo wäre eine Situation, wo ich das fragen könnte? Oder eine kleine Anregung, wie würde die Auswertung von deinem Praxistest aussehen? Wenn man das mal so ausrollen würde. Und bei all diesen drei, egal ob du eins nimmst oder wenn du eins nimmst, nimm als letzten Gedanken noch mit, mach es möglichst konkret, was heisst das jetzt? Was ist jetzt der erste Schritt? Wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich frage, kann ich dir Gutes tun, oder wenn ich eine Auslegeordnung mache vom Praxistest. Ich bin so froh, dass wir jetzt einfach die Zeit haben
Und Jesus ist da mit uns. Die Band wird jetzt hochkommen. Und gell, wenn du willst, darfst du auch während der Anbetungszeit hinter zum Kreuz etwas festmachen. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ich muss sagen, mal den Punkt mache ich fest, dass vom Hauptteam jemand für dich betet. Oder vielleicht sagst du auch deinen Nachbarn links oder rechts, hey, kannst du für mich beten? Man kann auch füreinander beten. Lass uns die Zeit jetzt nehmen. Jesus ist da. Er meint es gut. Er ist primär und zuerst und mit voller Leidenschaft ein Lehrer, Rabbi, Heiland, Retter. Und er hat gute Gedanken über dein Leben. Und er würde es sehr schätzen, wenn er dich unterstützen könnte, indem er Verantwortung übernehmen, dass du Einfluss nimmst. In der Kirchengrütze, aber grundsätzlich am Reich Gottes, weil es geht um nicht weniger wie um Gottes Reich. Darf ich euch bitten? Und der Moment, bis die Band anfängt, ist der Moment, dieser Frage, dieser Herausforderung oder dieser Anregung nachzugeben, nachzudenken.